is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Jugendliche und Drogen. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Satan war der erste Rebell im Universum. Seit er aus dem Himmel ausgestoßen wurde, hat er daran gearbeitet, jedes Mitglied der menschlichen Familie von Gott abtrünnig zu machen, wie er selber abtrünnig ist. Er legte seine Pläne, um den Menschen zu vernichten. Durch die unerlaubte Befriedigung der Triebe führte er ihn dazu, die Gebote Gottes zu übertreten. Er führte Adam und Eva in Versuchung, von der verbotenen Frucht zu essen. Auf diese Weise bewirkte er ihren Fall und ihre Austreibung aus dem Garten Eden. So viele sagen, wäre ich an Adams Stelle gewesen, dann hätte ich bei einer so leichten Prüfung nie versagt. Ihr aber, die ihr so prahlt, habt eine großartige Gelegenheit, eure Entschlossenheit, eure Grundsatztreue unter Belastung zu beweisen. Sieht Gott in eurem Leben keine Sünde? Auf allen Seiten versucht Satan, die Jugend auf dem Pfad der Verdammnis zu locken. Wenn er sie einmal auf diesem Weg hat, dann treibt er sie immer weiter bergab, führt sie von einer Zerstreuung zur nächsten, bis seine Opfer ihr empfindsames Gewissen eingebüßt haben und Gott nicht mehr fürchten. Sie üben immer weniger Selbstbeherrschung. Sie werden abhängig von Alkohol und Wein, von Tabak und Opium und geraten von einem Stadium der Erniedrigung zum anderen. Sie sind Sklaven ihrer Lüste. Ratschläge, die sie früher ernst genommen haben, lernen sie nun zu verachten. Sie stolzieren herum und prahlen mit ihrer Freiheit, während sie doch Knechte der Verderbnis geworden sind. Unter Freiheit verstehen sie ihre Versklavung an den Egoismus, entartete Triebe und Zügellosigkeit. Satan ist entschlossen, die Menschen zu seinen Untertanen zu machen. Doch Christus hat einen unendlich hohen Preis bezahlt, damit der Mensch vom Feind erlöst und das Ebenbild Gottes in der gefallenen Menschheit wiederhergestellt werden kann. Gefallene Menschen können durch Christus Zugang zum Vater erlangen. Sie können Gnade bekommen, die sie befähigt, durch die Verdienste eines gekreuzigten und auferstandenen Heilandes Überwinder zu werden. The Lord is coming. Are you